Es ist wieder Zeit für eine weitere Top 5 und heute geht es darum, 5 Gründe, warum ihr keine Erfolge im Bodybuilding erzielt. Ja, ihr habt es richtig gehört, so gar nicht, wenn es einfach nicht funktionieren will oder wenn ihr zumindest nach anfänglichen Fortschritten, die am Anfang jeder macht, einfach nicht weiterkommt, die anderen aber schon. Dann sind es nicht die Steroide, die die alle heimlich nehmen oder dass die einfach viel mehr Zeit haben oder Gelegenheit. Oft sind es auch andere Gründe. Und hier nenne ich jetzt 5. Das ist nicht ausschließlich und das ist auch nicht hinreichend, aber es sind 5 oft zu vernehmende Gründe, warum ihr einfach keinen Erfolg habt. Erster Grund, der einem da einfällt. Ihr seid zu verkopft. Gerade heutzutage bei dem Informationsüberfluss durch Social Media, durch Tipps auf Instagram, TikTok, aber vor allem hier auf YouTube, durch die ganzen Fitness-YouTuber, die euch was erzählen von irgendwelchen Übungen oder was ihr in der Ernährung beachten müsst. Gehöre ich nicht dazu? Habt ihr einfach einen undurchschaubaren Informationsdschungel. Und das höre ich auch oft in den Kommentaren. Alle sagen was anderes, jetzt höre ich auf mich selbst. Aber was ist denn das selbst? Habt ihr dann das selbst aus einem Buch oder bildet ihr euch doch wieder? Also macht ihr wieder das Gleiche. Die Spule geht wieder von vorne los. Ihr müsst euch ja selbst bilden, denn von Natur aus weiß keiner, was Bankdrücken ist. Also wie macht man das heutzutage? Eigentlich sollte einen der Menschenverstand da auch schon weiterbringen, aber auch dazu wird es noch ein Video geben. Wer denn nun recht hat bei diesem ganzen Informationsdschungel? Aber seid nicht so verkopft. Das ist einer der wichtigsten Gründe, warum ihr einfach nicht weiterkommt. Trainiert, haut rein, macht eure eigenen Erfahrungen, basierend auf das, was ihr irgendwo hört, aber machen, machen, machen. Ihr guckt euch ein Video an, dann macht ihr schon mal. Dann könnt ihr gerne 10 weitere Videos gucken. Aber macht in der Zeit, haut rein. Und macht euch nicht ständig Sorgen, habe ich die richtigen Wiederholungen, den richtigen Trainingsplan, die richtigen Sätze, muss ich das zuerst, das zuerst, das zuerst. Geht rein, knüppelt die Gewichte durch und dann wird da was draus. Eure Motivation, euer Mindset ist viel wichtiger als die Detailbildung dahinter. Detailbildung, nicht die Bildung. Dadurch entwickelt sich ganz schnell ein falscher Perfektionismus, denn so sehr im Detail, darum geht es gar nicht. Nicht in den ersten 5 Jahren, 10 Jahren und nicht, wenn ihr nicht auf die Bühne wollt. Also, macht in erster Linie, da habt ihr 80% und die führen euch ganz schön weit. Nummer 2, recht artverwandt. Ihr hört einfach auf die falschen YouTuber. Das richtet sich natürlich ganz enorm gegen diese Science-based YouTuber, die irgendwann populär geworden sind, ach so überzeugend klangen, aber leider wenig mit Bodybuilding zu tun hatten. Und die sind meistens auch optisch schon zu unterscheiden von all den anderen, weil sie einfach ziemlich schmal noch aussehen. Aber natürlich ganz viel Theorie gebunkert haben, die scheinbar nicht so ganz greift. Dadurch entstand auch irgendwann ein Misstrauen gegenüber den ganzen dann sogenannten Oldschool-Bodybuildern. Die also eher vor Muskeln strotzten, weil die nehmen ja eh nur Steroide. Die haben ja gar keine Ahnung, auch wenn sie oft 20, 30 Jahre am Eisen sind. Und nun ja, dadurch ist einfach ein Missverständnis in die Welt gesetzt worden, das dafür sorgt, dass ihr nicht weiterkommt, weil ihr einfach auf die falschen Leute hört. Außerdem kann das natürlich auch zustande kommen, weil ihr einfach meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Also macht das jetzt mal, dann folgt ihr zumindest schon mal einen richtigen. Und natürlich führt das auch schon wieder so ein bisschen, wenn man den Falschen folgt, zu diesem Punkt 1, zu viel Theorie. Denn je nachdem, wem man folgt, der wird euch mit sowas zuquatschen. Also folgt, wenn dann, den richtigen YouTubern. Einer davon ist vor euch. Punkt Nummer 3. Ihr habt das Training einfach nie ernst genug genommen. Ja, was heißt das denn jetzt schon wieder? Habt ihr zum Beispiel mal jenseits von dem Konsum von YouTube-Videos daran gedacht, einen Personal Trainer zu nehmen? Oder war das bisher zu teuer? Nun ja, wer diese 50 oder sogar 100 Euro die Stunde nicht ausgeben möchte, der wird auch über die nächsten 5, 6 Jahre vielleicht weniger Erfolg haben. Und auf 5, 6 Jahre gerechnet ist das verdammt gut investiertes Geld, zumal ihr das auch oft schon an Supplements pro Monat ausgibt. Also, habt ihr das schon mal so ernst genommen? Überlegt es euch alle mal. Ein Personal Trainer, ein guter, kann wirklich Wunder bewirken und euch Jahre sparen und enorm weiterbringen. Und das auch mehr als 20, 30, 40 oder 100 YouTube-Videos. Und das ist ja eben oft ein Fehler. Heutzutage denkt man, ich kann es ja abkürzen, ich kriege ja YouTube-Videos umsonst. Nur da sind eben sehr viele selbsternannte Gurus und die bringen euch nicht so viel wie ein Personal Trainer, der euch seine Referenzen zeigen kann, viel gebucht wird und dann euch weiterbringen kann. Und bitte bucht jetzt nicht den nächstbesten Influencer, den ihr folgt. Oder ihr hört einfach zu wenig auf den eigenen Körper. Habt ihr den Mut, mal einfach viel auszuprobieren? Ja, das ist eine langfristige Sache. Ausprobieren heißt hier 6 bis 8 Wochen eine Sache machen, um überhaupt
ein Indiz dafür zu haben, ob es funktioniert. Aber mal einfach Dinge machen, ohne dass man sie bei YouTube vorher eingegeben hat, ohne dass man sie irgendwo bestätigt bekommen hat. Das heißt nicht, ihr sollt falsche Dinge machen oder erfinden. Nein, aber einfach mal etwas ausprobieren, statt das erstmal einzutippen. Hit, bringt das überhaupt was? Oh, der sagt das, der sagt das, der sagt das. Da probier es gar nicht erst aus. Nein, versucht's mal. Versucht mal einen Zweiersplit, auch wenn ich dagegen bin. Versucht mal einen Dreiersplit, auch wenn viele andere dagegen sind. Versucht's einfach mal durch und macht eure Erfahrungen. Und das spielt da eben auch noch mit rein. Ihr habt nie großartig Geduld gehabt. Und die braucht man in dem Sport leider. Also, ihr braucht Geduld, um Dinge auszuprobieren. Platz Nummer 4. Sitzt ihr jetzt echt auf einer Mülltonne? Oh. Platz Nummer 4. Ihr seid einfach zu faul. Trainieren kann jeder. Und die meisten ruhen sich darauf aus, ich gehe regelmäßig trainieren. Komme, was wolle. Nach der Arbeit. Ich gehe trainieren, wenn es regnet, wenn es schneit draußen. Egal wann. Ich gehe sogar trainieren, wenn ich krank bin. Tja, an all den Aussagen ist so ziemlich alles falsch. Das Training ist der Spaßteil. Habt ihr das noch nicht mitbekommen? Das macht Spaß. Also wer behauptet, er hat Disziplin, weil er zum Training geht, der ruht sich darauf aus, dass es viele Leute gibt, die sagen, ich kann mich nicht zum Training quälen, ich habe da keine Lust drauf. Aber das ist einfach nicht deren Hobby. Ich kann auch nicht stolz darauf sein, dass ich gerne Basketball spiele, weil andere den Sport nicht toll finden. Nee, das ist der Spaßteil. Das, was euch keinen Spaß macht, da fängt die Disziplin an. Die Ernährung, 24/7. Oder mal Bücher lesen und nicht nur YouTube-Videos gucken. Die sind leicht zu konsumieren, ich weiß, im Bus oder im Auto oder sonst wo. Und dann kann man einfach zuhören. Aber ein Buch lesen, das wäre schon mal echt hart. Oder sogar ganze Kurse mitmachen, einen Personal Trainer buchen. Tja, dafür seid ihr vielleicht einfach zu faul. Oder auch Übungen machen, die man nicht gerne macht. Selbst wenn man dann sich leicht damit meistens abfindet, ach, die ist nicht so effektiv, glaube ich. Und es soll ja auch Spaß machen. Nicht nur. Man kann sich auch mal durchquälen und trotzdem ist eine Übung effektiv, auch wenn sie sich gar nicht so gut anfühlt. Kann passieren. Und Platz Nummer 5. Ihr seid einfach nicht konstant genug. Ihr habt sicherlich schon oft den Spruch gehört, Bodybuilding ist ein Marathon und kein Sprint. Da ist einfach, auch wenn das auch so ausgelutscht ist, so viel Wahres dran. Ihr braucht Konstanz. Ihr müsst durchgehend einfach immer am Ball bleiben. Und das über Monate und das über Jahre und das auch über Plateaus hinweg. Ihr müsst einfach immer dabei bleiben. Und das ist nicht leicht. Kleine Erwähnung hierzu am Rande, vielleicht habt ihr auch einfach die falschen Vorbilder. Gerade durch Social Media. Vielleicht lässt eure Konstanz nach, weil ihr einfach diese perfekten Körper auf Instagram und Co. seht, immer seht, wie jeder andere besser ist. Und ihr denkt, ach komm, da kann ich auch mal eine Rückeneinheit skippen, dann so sehe ich ja auch nicht so schnell aus. Das ist natürlich dann auch ein Problem. Und das zeigt sich auch, indem ihr einfach nicht konstant genug trainiert, um mal Systeme auszuprobieren. Wenn ein System auszuprobieren, und das habe ich vorher schon erwähnt, sowas dauert 6, 8 Wochen. Dann habt ihr es einmal ausprobiert und selbst das liefert euch keinen Beweis, sondern nur Indizien dafür, ob das für euch funktioniert oder nicht. Danach wollt ihr noch ein zweites ausprobieren, um mal wirklich zu gucken, was ist besser. Dann gehen die nächsten 8 Wochen drauf. Ja, jetzt sind wir schon bei nach 4 Monaten, das heißt ein Drittel des Jahres angelangt. Und wollt ihr dann mal ein drittes System reinhaben und so weiter, dann seid ihr schon bei einem halben Jahr. Und dann müsste man eigentlich das erste nochmal gegen ausprobieren und so weiter. Also man braucht wirklich viel Zeit und viel Zeit bedeutet, man muss sehr konstant dabei bleiben. Weil wenn man zwischendurch dann wieder aufhört und wieder neu anfängt, nun ja, dann ist diese Reihenfolge durchbrochen und dann könnt ihr auch nichts ausprobieren. Und da wir gerade über Systeme gesprochen haben, wer mal ein bisschen mehr zu Systemen wissen möchte, der schaut einfach direkt weiter. Einfach hier draufklicken und dann erfahrt ihr mal, welche Systeme ich schon alle gemacht habe. Und vielleicht hört ihr so manche schon raus und denkt, oh, das klingt interessant, das möchte ich auch mal ausprobieren. Da seht ihr, wie viel Zeit ich investiert habe und wie konstant ich dabei war.